Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich Python Hacking. Heute wollen wir uns einen eigenen Portscanner schreiben. Das ist eine ziemlich große Aufgabe, vor allem, ja, weil man diese ganzen Portscanner, die es auf dem Markt gibt, natürlich auch benutzen könnte. Warum sollten wir uns also den eigenen Portscanner schreiben? Naja, wir können einen eigenen Portscanner super erweitern. Das heißt, wir scannen einen Port und wenn er offen ist, dann machen wir irgendwas anderes. Und deswegen ist es sehr, sehr nützlich zu wissen, ob Ports offen sind, wenn man das Ding selbst geschrieben hat, also in einem eigenen Skript. Und deswegen machen wir das einfach mal hier. Okay. Also, was wir erstmal brauchen, wir brauchen auf jeden Fall einen Socket, denn wir wollen ja, in jedem Fall eine Verbindung aufbauen. Und dann brauchen wir Subprocesses, also Import Subprocess, da wir das Ganze in mehreren Prozessen laufen lassen wollen, damit es ein bisschen schneller wird. Okay, und wir brauchen Sys und wir wollen am Ende auch noch wissen, wie lange wir gebraucht haben. Deswegen sagen wir from DateTime Import DateTime. Ja, und das, also wie gesagt, das hier brauchen wir, um die Calls zu machen, das brauchen wir, um eine Verbindung aufzustellen, das hier zum Parallelisieren und das hier brauchen wir, um einfach zu messen, wie lange wir gebraucht haben. So, jetzt sagen wir einfach mal, wir definieren uns die Variablen und wir nennen die jetzt einfach mal Target, also das ist das, was wir tatsächlich am Ende scannen wollen. Wir werden hier mal wieder, wer hätte gedacht, scanme.nmap .org benutzen, weil man das tatsächlich scannen darf, nicht so viel, also nicht unendlich oft, aber man darf ein paar Scans am Tag laufen lassen, das steht auch offiziell auf deren Seite, deswegen dürfen wir das auch ganz normal benutzen. Okay, also Target ist scanme.nmap.org und Target IP ist gleich, naja, wir wollen jetzt aus diesem scanme.nmap.org eine IP haben, also benutzen wir socket.getHostByName da unten. GetHostByName und dann einfach hier die Target oder das Target eingeben. So, kriegen wir die IP ganz einfach. Okay, alles kein Problem. So, da wir die Zeit messen wollen, sagen wir einfach tStart. Das machen wir jetzt direkt mal zwischendrin einfach mal. Ich mache hier mal ein Enter rein, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Okay, DateTime.now. So, das gibt mir einfach die aktuelle Zeit zurück. So könnt ihr gleichzeitig noch messen, wie lange so ein Ding gebraucht hat. Habe ich gemerkt, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ist ziemlich nützlich eigentlich. So, und jetzt können wir hier einfach benutzen, einfach alle Ports durchgehen. Das heißt, wir sagen hier, keine Ahnung, zum Beispiel for p in range, p steht für Port in range. So, und jetzt wollen wir alle Ports scannen von 1 bis, wir können bis irgendwas mit 49.000, glaube ich, gehen. Wir sagen jetzt hier einfach mal 45.000. Das sind zwar nicht alle, aber das sind auf jeden Fall genug, sagen wir mal. Okay, so, für jeden von diesen Ports wollen wir machen folgendes. Und zwar, wir erstellen uns ein Socket, das nennen wir einfach mal Sock, ist gleich Socket.socket. Und erstellen eine Verbindung über genau diesen Port. Das heißt, wir loopen einfach über alle Ports drüber, schauen, ob wir eine Verbindung haben. Und je nachdem, benutzen wir es einfach. AF, INET bedeutet einfach wieder mal, wir benutzen die IPv4-Adresse, die wir hier bekommen haben. Und, socket.sockstream ist einfach nur die Datenübertragungsrate. Braucht uns eigentlich hier nicht mal so sehr zu jucken. Wir können im Prinzip hier fast alles machen und im Prinzip unser Result ist dann am Ende SOC, also das, was wir hier oben als Variable erstellt haben, diese Verbindung hier, .connect. So, aber wir wollen hier nicht connect benutzen, sondern wir benutzen connectX. ConnectX benutzt einfach, ist quasi fast genau dasselbe, aber es schmeißt uns keinen Fehler, wenn irgendwas schief geht und genau darum geht es uns ja. Wenn wir einen Fehler haben, ist es nicht so cool. Es kann aber durchaus ein Fehler auftreten, weil ja manche Ports einfach zu sind. Und deswegen sagen wir hier, okay, wir wollen keinen Fehler haben, sondern wir wollen es einfach nur ausprobieren. Wir wollen ja dann nicht abstürzen oder sowas. Was wir jetzt hier reinpacken, ist im Prinzip die Target-IP-Adresse und den Port. Achso, wir haben ihn nur P genannt. Okay. Und das ist im Prinzip unsere ganze Verbindung. Und jetzt sagen wir hier, okay, das Ergebnis davon, if result, also res, wenn das Ergebnis davon gleich 0 ist, dann haben wir einen offenen Port, denn dann haben wir ja offensichtlich eine Verbindung bekommen. Ansonsten haben wir keine Verbindung bekommen. Gut, das heißt, wir können hier printen, print
mit Klammern bitte, offene Verbindung in Port und dann sagen wir hier plus String von P. So, ihr müsst den hier konvertieren wahrscheinlich in einen String, sonst habt ihr hier ein Problem, das ist nämlich eigentlich eine Zahl und ja, so konvertieren wir das Ganze in einen String. Okay, und danach können wir einfach die Verbindung wieder schließen, ansonsten interessiert es uns eigentlich nicht, weil wir ansonsten einfach keine Aussage wirklich drüber treffen können, also es ist quasi unknown oder geschlossen, im Prinzip fast dasselbe in dem Fall, weil wir es nicht besser sagen können und jetzt schließen wir einfach die Verbindung wieder und das war's schon. So, jetzt können hier ein paar Fehler auftreten, und zwar, dass wir uns nicht entweder diesen Namen hier nicht rausfinden können oder dass wir nicht verbinden können auf den Server. Das müssen wir abfangen, das heißt, wir sagen try und rücken das alles eins ein. So, genau, jetzt haben wir's. Okay, try und jetzt kommt natürlich, nach try kommt ein accept, also accept. Wir machen jetzt hier Pokémon-Style, gotta catch them all, also accept exception und printen einfach there was an error. So, das ist alles, was wir machen wollen. Jetzt sagen wir wollen raus. Sys.exit. Also, wir wollen dann auch tatsächlich, dass das Programm beendet wird. Falls keine Fehler aufgetreten sind und deswegen haben wir hier sock.connectX genommen, da können keine Fehler bei auftreten. Wenn wir normal Connect benutzt hätten, dann könnte hier jedes Mal ein Fehler auftreten. Sprich, wir hätten hier nochmal ein Try-In drin gebraucht und das wäre nicht so, naja, nicht so elegant gewesen, sage ich jetzt mal. Sowas ist einfach dann angenehmer, wenn man keine Fehler hat. Okay, wenn also keine Fehler aufgetreten sind, dann ist unser Programm ganz normal durchgelaufen und wir können endlich mal messen, wie lange wir gebraucht haben. Das heißt, wir sagen hier T-Ende ist gleich datetime.now und jetzt können wir die Differenz berechnen, also ganz einfach div ist gleich T-End minus T-Start. So, und jetzt können wir uns angeben lassen, wie lange der Scan gedauert hat. Das heißt, wir sagen hier einfach print mit Klammern scan completed in und unsere Zeitangabe. Das heißt einfach str von div. So. Achso, richtig. Ja, gut, wir haben jetzt hier das Ganze noch nicht irgendwie parallelisiert oder sowas. Braucht man im Prinzip auch nicht machen mit Subprocesses. Ich glaube, ich habe euch das anders gezeigt. Aber das überlasse ich dann mal euch. Ich glaube, das reicht schon wieder hier, was wir gemacht haben. Das ist im Prinzip ein vollständiger Portscanner. Der geht einfach alle Ports durch und zeigt uns an, welche davon offen sind. Okay, jetzt würde ich sagen, lassen wir den einfach mal laufen. Kann eine Weile dauern, weil wir hier 45.000 Ports haben. Aber ihr seht hier unten, glaube ich, noch ganz klein, was da passiert. Ja, wir haben hier einen offenen Port in Port 22 ist offen und das Ganze ist nicht wirklich schnell, wie ihr sehen könnt. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach das Ganze noch ein bisschen zu parallelisieren. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Wir haben hier schon mal einen offenen Port und es wird, wie gesagt, jetzt sehr, sehr lange dauern, bis die 45.000 durch sind. Wir sind gerade mal bei 80, der ist auch noch offen. Deswegen breche ich das Ganze jetzt ab. So bekommen wir leider keine Zeitrechnung. Ja. Aber wir können ja einfach mal hier auf, keine Ahnung, 30 gehen und dann sehen wir auch, dass die Zeitrechnung super funktioniert. Einfach mal kurz warten. So, da bin ich wieder. Okay, offene Verbindung in Port 22, die hat es vorhin schon gefunden und jetzt steht hier Scan completed in. Und dann haben wir hier zuerst die Stunden, dann die Minuten, dann die Sekunden und dann sogar noch die Millisekunden und vielleicht sogar, sind das Nanosekunden? Ich wusste gar nicht, dass mein System so genau ist. Naja, okay. Auf jeden Fall super Teil und ja, könnt ihr gerne noch erweitern und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!